Was haben Grunewald, Gigaset, die Vibo, die Rehau AG oder der Verein Usina gemeinsam? Alle erhalten Gelder aus der Europäischen Union. Jeder Deutsche trägt mit 84 Cent pro Tag zum gemeinsamen Haushalt bei. Aber was macht die EU mit diesem Geld? Die EU fördert Projekte in allen Regionen Europas und so natürlich dann auch bei uns im Kreis Borken. Ziele sind zum Beispiel die Bekämpfung von Armut, die Förderung von Gleichstellung, von Forschung oder von Umweltschutz. Unternehmen sollen innovativ und wettbewerbsfähig gehalten werden, um damit Arbeitsplätze in der EU zu halten. Ein großer Teil des europäischen Geldes fließt in die sogenannten Strukturfonds. Mit diesen Geldern, mit diesen Fonds werden Menschen gefördert und es wird der soziale und wirtschaftliche Zusammenhalt in Europa gestärkt. Dass wir bestimmte Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche vor allem im Quartier Vildeken-Rosenberg anbieten. Und darunter fallen zum Beispiel sportliche Angebote. Also wir gehen regelmäßig mit den Kindern bowlen oder schwimmen. Wir machen verschiedene Ausflüge, zum Beispiel in die Trampolinhalle, die die Kinder halt so mit ihren Eltern nicht unbedingt machen würden. Dazu gehören aber auch Projekte zum Thema Selbstbewusstsein. Also wir machen Fitnessangebote oder wir bieten Selbstverteidigung und Judo für die Kinder und Jugendlichen an. Und so gibt es viele Ziele, die wir mit ganz unterschiedlichen Angeboten je nach Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entwickeln. Unser Klientel ist in der Regel zwischen 6 und 18 Jahren alt. Das heißt, wir haben in der Regel Kinder und Jugendliche, die noch zur Schule gehen oder die zur Schule gehen, weder jünger noch besonders viel älter. Das ist einfach so das, was sich hier rauskristallisiert hat. Diese Kinder kommen sowohl aus sozial starken Familien als auch aus eher sozial schwächeren Familien. Man kommt ins Gespräch, man kann sehen, wo brauchen die Kinder Unterstützung, welche Angebote können wir für die Kinder schaffen. Wir sind hier irgendwie eine Anlaufstelle und es wäre schön, wenn wir das weiter noch ausbreiten können und für die Familien und für die Kinder da sein können. Also hier werden die Kinder und Jugendlichen mit eingebunden, haben die Möglichkeit, an vielen verschiedenen Angeboten und Projekten teilhaben zu können. Und somit verfolgen wir natürlich auch die Ziele, die die EU mit diesen Geldern bewirken möchte, dass die Kinder vor Armut und also bewahrt werden und eine größere Teilhabe bekommen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die bringen zum Jugendtreff einfach ihre Hausaufgaben mit und haben direkte und konkrete Fragen. Manchmal stellt es sich heraus in einem Gespräch, dass es in einem Fach irgendwie Schwierigkeiten gibt. Wir haben die Möglichkeit, über Lernförderung, über weitere Fonds und soziale Einrichtungen irgendwie den Kindern noch Hilfen zu bieten. Und wenn man einmal im Gespräch ist, dann schafft man es ganz gut, Hausaufgabenhilfen oder Weitervermittlung mit den Kindern zu machen. Da wir auch relativ engen Kontakt zu den Schulsozialarbeitern hier im Quartier beziehungsweise auch in der Umgebung vom Quartier haben, geht das ganz gut.